Ein hartes Jahr liegt hinter Benjamin. Er hat gerackert und geschwitzt, doch es hat sich gelohnt. Er hat erfolgreich abgenommen. Am Anfang ist man ja relativ dick, ich war auch. Und dann musst du einfach durchhalten und wissen, irgendwann wird es dann auch Früchte tragen. Ein Jahr lang treffen sich die Kinder in kleinen Gruppen von etwa 7 bis 10 Teilnehmern. Einmal die Woche machen sie zusammen Sport. Anschließend gibt es ein Ernährungs- und Verhaltenstraining. Die Kinder arbeiten zusammen mit einer Ernährungswissenschaftlerin oder einer Diätassistentin. Sie lernen einfach, sich ein bisschen gesünder zu ernähren, Portionsgrößen einschätzen zu können, vielleicht ihr eigenes Essverhalten zu überdenken und vor allem auch bewerten zu können. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche mit Übergewicht oder Adipositas zwischen 8 und 17 Jahren. Die Kosten von gut 2000 Euro werden in der Regel zu 70% oder 100% von den meisten Krankenkassen übernommen, wenn das Übergewicht des Kindes von einem Kinderarzt festgestellt wurde. Bei leichtem Übergewicht müssen Begleiterkrankungen und Risikofaktoren in der Familie vorliegen. Lilly und Luca sind seit 2 Wochen dabei. Wir wollten generell, weil wir im Internet gesehen haben, dass hier einer 14 Kilo abgenommen hat in 8 Monaten, und dann wollten wir hierher. Mein Ziel ist es auch abzunehmen, und mein Ziel ist es auch, dass ich das möglichst schaffe. Voller Eifer versuchen sie, ihr Ziel zu erreichen. Ihre Mutter unterstützt die Pläne. Sie lernen vor allen Dingen andere Kinder kennen, die in einer ähnlichen Situation ist, weil gerade in der Schule ist es ja oft auch nicht einfach, dass man eben auch weiß, ich bin nicht alleine. Momentan ist es eher so, dass sie das Gefühl hatten, wir sind so allein, wir haben das Alleinstellungsmerkmal, sind als einzige dick, aber sie sehen eben, es gibt auch noch andere Kinder, die das betrifft, und zusammen abnehmen ist halt wesentlich einfacher als alleine. Die Nachfrage steigt, auch in Hamburg. Hier soll es ab März bereits die 4. Mobi Kids Abnehmgruppe geben. Unser Standort Hamburg zum Beispiel hat eine Erfolgsquote von 90%, dass die Kinder nicht weiter zunehmen oder sogar abnehmen. Es ist selten so, dass wir ein Kind ein Jahr betreuen, das Kind kommt stark übergewichtig zu uns und kommt dünn nach Hause nach einem Jahr. Das funktioniert nicht, und das ist auch nicht unsere Intention. Die Bewegung im Sportkurs soll ihnen gut tun, soll ihr Gewicht verringern und gesundheitliche und psychische Risiken, die durch ihr Übergewicht entstehen können, mindern. Ziel ist, die Kinder zu motivieren, dass sie freiwillig mitmachen, dass sie Spaß daran haben und dass sie auch Erfolg haben. Erfolg heißt Gewichtsstabilisierung. Dass das Gesundheitsprogramm von Mobi Kids funktioniert, beweist auch Markus. Er ist seit 9 Monaten dabei und weiß genau, was er will. Meine Motivation ist, ich möchte gerne Fußballer werden. Deswegen mache ich auch hier mit. Ich spiele auch beim ETV, Eimsbüttler Turnverband. Und ich möchte dann hinüber zum St. Pauli, und ab Februar geht's dann los. Und egal wie schwer es ist, am Ball bleiben lohnt sich.